Großbritannien und die EU-Kommission haben sich einer britischen Zeitung zufolge auf eine Schlussrechnung für den Brexit geeinigt. 45 bis 55 Milliarden Euro soll London laut Daily Telegraph an Brüssel überweisen. Die Forderung der EU-Kommission habe ursprünglich bei 60 Milliarden Euro gelegen, berichtet die Zeitung. Die Schlussrechnung gehört zu einer Reihe von Fragen bei den Brexit-Verhandlungen, die bislang umstritten sind. Eine Verständigung in dieser zentralen Frage wäre ein wichtiges Signal, das beide Seiten beim EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember in Brüssel eine Einigung erzielen, die den Start von Gesprächen über den künftigen Status Großbritanniens in den Handelsbeziehungen zur EU ermöglichen. Dazu drängt insbesondere die britische Wirtschaft, denn die aktuelle Unklarheit dämpft die Konjunktur. Die Zeit drängt, weil Großbritannien im März 2019 die Union verlassen will. Die EU-Kommission lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.